Ja, verlässt ein bisschen Naturtalent, oder? Hast du das schon mal gemacht? Nein. Nee, wirklich nicht. Ja, voll super. Ich bin der Daniel Grüner, ich bin 27 Jahre alt und bin als Werbetechniker bei der Firma Folien Brunner tätig. Also meine Aufgabenbereiche sind im Prinzip von A bis Z, von der Planung über Design bis zur Ausführung und Montage, was auch sehr viel Spannung mit sich bringt und viel Spaß macht. Also wir gestalten anhand dieses 2D-Modells am Computer die Vorlage für den Kunden auf der vorderen Seitentür bzw. auch auf der Heckscheibe, sodass der Kunde sich ein bisschen ein Bild machen kann von dem Ganzen. Der Bot ist eine reine Einzelfarbe, also das sind reine einfärbige Folien, wo das aus dieser Folie rausgeschnitten wird. Der Kunde hat sich entschieden, eine reine Bot-Variante zu nehmen, wo jetzt dieser Teil von der weißen Folie in dem Fall jetzt ausgeschnitten wird und rein nur der Text überbleibt. Das fängt im Prinzip an mit der Planung am PC, an dieser 2D-Vorlage, wo sich der Kunde aussuchen kann, an welcher Stelle des Fahrzeugs er dann diese Aufkleber haben will. Wenn diese Planungsphase beendet ist, schreiten wir dann vorwärts zu der Realisierung anhand der Maschine, die wir dann in der Produktion auch haben. Dort wird dann diese jeweilige Folie ausgeschnitten, ausgeplottet und wird dann entgittert, sprich es werden diese überschüssigen Teile herausgenommen, sodass nur noch dieser Text bzw. das Logo, je nachdem was halt ausgeplottet wird, zurückbleibt. Und danach wird es mit einem Transferpapier, heißt es, versehen, wo sozusagen diese einzelnen Teile dann übertragen werden auf das Fahrzeug. Dort wird dann dieses Transferpapier wieder demontiert und zurück bleibt die Folie im Fahrzeug. Den Untergrund reinigen, entfetten, das Logo wird im oberen Bereich verklebt werden. An den Seiten kann mittels Magneten gearbeitet werden, perfekt justiert werden. So ist der Aufkleber dann fertig eingerichtet. Es wird in dem Bereich jetzt oben angefangen und dann auf den Untergrund geschirrt. Die Magneten können dann entfernt werden und das Trägerpapier wird einfach hinten heruntergezogen. Das Transferpapier wieder entfernen und zurück bleibt dann das Logo. Danach wird die Heckscheibe nochmal gereinigt und fertig ist die Beschriftung. Auszuarbeiten bleibt nicht viel Freizeit, aber die Freizeit, die ich auch nutze, dass ich draußen in der Natur bin, dass ich draußen ein bisschen bin, wo ich sage, okay, ich kann nochmal ein bisschen Mountainbiken oder ich genieße einfach die Natur beim Spaziergang. Wie gesagt, viel Zeit bleibt nicht, weil mir die Arbeit natürlich auch Spaß macht und ich natürlich auch sehr viel Zeit dafür investiere, aber die freien Minuten in der Natur draußen oder mit Freunden verbringen, das ist eigentlich das Beste. Wenn man das Leben besteht ja aus einem Großteil auch aus Arbeiten. Wenn ich was weitergeben könnte oder würde, dann würde ich das weitergeben, dass man das, was man wirklich mag und was man wirklich taugt, dass man das auch dann wirklich auch macht. Jetzt in dem Fall zum Beispiel in einem Job, dass man da auch schaut, dass man wirklich was macht, was einem wirklich Spaß macht, was einem erfüllt, was einem Freude macht. Weil dann kommt das Ganze ja ganz anders rüber. Dann bringt man viel mehr Energie und viel mehr Leistung rein in das Ganze mit mehr Elan. Und das merken natürlich auch die Leute dann.